So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Bros. Wonders. Und wenn ich jetzt auch noch irgendwann ein Bild am Fernseher hätte und nicht nur am... Ah, jetzt ist es da, perfekt. Dann können wir auch loslegen. Wir haben letztes Mal rausgefunden, dass es eine Spezialwelt gibt, woraufhin ich rausgefunden habe, dass ich in der ersten Welt eine Abzweigung, nämlich die hier nach oben, komplett ignoriert habe. Und ich nehme an, dass hier der Weg in die Spezialwelt ist, von Welt 1 aus. Und das wollen wir natürlich direkt nachholen. Denn ich hatte ja eigentlich gesagt, ich möchte gerne alles gleich mitnehmen und nicht dann irgendwie was liegen lassen. So, die Kollegen kennen wir schon. Auf denen kann ich ganz gut stehen. Ja, und da ist dann auch direkt die Challenge. Okay, da kommt... Oh je, ich mach gleich den Elefanten rein. Da kommt doch gleich hundertprozentig dann hier die Stampede an. Okay, wir müssen wieder 3 Münzen sammeln. Und dann ist die komplette Challenge... Ja. Muss ich vor denen weglaufen oder kann ich auf den... Ach nee, wahrscheinlich auf den... Ah, okay, auf denen. Oh, hallo, Peach... Peach... Switch? Nee. Nee. Oh, das ist jetzt schlecht. Okay. Okay, also ich muss alles am Stück hinkriegen. Da wird jetzt tatsächlich der Schwebehochsprung vielleicht interessant. Wir probieren es mal aus. Entschuldigung. So. Also, wir gehen gleich auf die Viecher drauf. Und dann können wir erstmal chillen. Na gut. Ach, die gilt ja als ein... Also, man muss sie wirklich nur einmal einsammeln und dann ist die einfach gespeichert. Das ist an sich... Ah, scheiße. Nein! Oh. Noch, jetzt ist wieder alles Mist. Okay, aber die gilt als gespeichert. Das ist crazy. Das ist richtig crazy. Das macht's viel einfacher. Ich will mich da auch gar nicht beschweren. So, jetzt aber. Hat er so ein bisschen was von König der Löwen, ne? So, was musste ich jetzt machen? Wie drücke ich den denn? Aber ich scheine ihn nicht zu brauchen. Da ist nochmal einer. Das ist nur für so blaue Münzen. Die scheinen ja nicht hundertprozentig wichtig zu sein. Nein! Naja, wenn ich sie jetzt so mitnehme und sie so gespeichert ist, okay. Aber komisch, ne? Ja, jetzt habe ich einfach alle 3 Münzen. Also es macht es halt recht einfach. Dass die einfach gespeichert werden. Na gut. Dann muss ich mich jetzt nur noch darauf konzentrieren, das Level zu schaffen. Aber ich muss halt schon sagen, die echte Challenge wäre halt schon, die Münzen am Stück zu sammeln, ja? Also ich kann jetzt so tun, als ob... So, zack, die hätte ich jetzt mitgenommen wieder. Ja, den kriege ich irgendwie mal nicht. Aber das scheinen nur Münzen zu sein. So, die hätte ich jetzt auch mitgenommen. Ja, okay, die hätte ich wieder verpasst. Aber egal. Alter. Okay, hier geht's richtig ab. Okay. Okay, okay. Und das war's. Wait. Aber jetzt müsste ich Elefant sein. Krieg ich hier noch irgendwo einen Elefant? Ja. Oh, scheiße. Ich muss das als Elefant durchspielen.
Warum kommst du denn von hier? Von wo? Oh, oh! Ah, schade. Ich dachte, vielleicht kriege ich hier einen Elefanten und kann zurückgehen. Von wo soll ich denn sonst kommen, Kollege? Ah, ich kann doch nicht mehr zurück. Ah, na gut. Na gut. Dann wird es aber wahrscheinlich den Secret Exit hier geben. Ach so, und der führt dann wahrscheinlich in die Spezialwelt. Kann es sein, dass der Weg jetzt zurückführt und der Secret Exit führt in die Spezialwelt? Ist das denkbar? Ja. Dann müsste jetzt aber auch das Level nicht abgehakt. Genau, das Level ist nicht abgehakt, ne? Das Level hat einen Secret Exit. Okay. Okay, alles klar. So, das bedeutet, wir müssen jetzt nochmal rein mit einem Elefanten. Aber ich krieg in dem Level selbst keinen Elefanten. Also muss ich mir jetzt erstmal irgendwoher einen Elefanten holen. In welchem Level gab es denn Elefanten? Hast du Elefanten für mich? Yes. So, wenn ich jetzt den Elefanten hier nehme, speichert es den? Oder muss ich das Level abschließen? Ich glaube, ich muss das Level abschließen. Wenn ich verlasse, wird nicht gespeichert, ne? Ja. Okay. Also, wenn ich mit Elefant aus dem Level raus möchte, muss ich ihn mitnehmen. Dann ist aber ganz gut, dann kriegen wir gleich den Elefanten nochmal in die Box. Das ist ja gar nicht so verkehrt. LOL! Ohne dass ich's wollte, bin ich jetzt bis nach oben in den Dings, im Dings gelandet. Das ist ja auch witzig. Das ist ja auch witzig. Weil eigentlich geht man doch dann mit einem Block oder so hoch. Aber jetzt hat es einfach so funktioniert. Nein! Du machst gleich eine Abflugpflanze hier. Gar kein Interesse an dir. Nein! Das war schlecht. Bruder. Krieg ich nochmal einen Elefanten irgendwo her? Nee. Ja, dann muss es mit dem Elefanten in der Box jetzt reichen. Dann darf ich den auch nicht rausholen. Ja gut, dann ist es ja eigentlich egal, ne? Solange ich den nicht raushole, kann ich ja sogar getroffen werden. Okay. Ja, solange ich den nicht raushole, kann ich getroffen werden. Gut. Wenn es übrigens eine schnellere Methode gibt, an Items zu kommen, mit denen man in ein Level starten möchte, kann, sagt mir die gerne, außer ein Level neu zu spielen. Aber in dem Level selbst komme ich halt nicht an den Elefanten ran, ne? Das ist halt der Punkt. So, aber jetzt kann ich nochmal spaßeshalber versuchen, alle drei Münzen auf einen Schlag mitzunehmen. Und den zweiten P-Switch mal auszulösen. Ah! So, jetzt kommt's, ne? Ah, scheiße. Ja, da wäre es wieder gewesen. Ja, keine Ahnung. Ist egal. Juckt. Juckt. Wow, so wonderful!
So, dann muss jetzt der Secret Exit sein. Ja. Okay, und dann führt der in die Spezialwelt. Ah, nee, der führt erstmal weiter. Okay, wir sind in. Wir waren in Welt 1 noch gar nicht fertig. Elastis im Zwielichtwald. Hä, hätte ich das sehen können auf der Karte, dass wir in Welt 1 noch gar nicht fertig sind? Weiß ich gar nicht. Ich bin ja echt doof. Kriegt die Welt selber auch nochmal einen Haken, wenn sie durch ist? Wahrscheinlich. Bin gespannt. Also dann haben wir Welt 1 noch gar nicht abgeschlossen gehabt. Lol. So. Ah, lol. Donkey Kong lässt grüßen. Da hatten die auch nämlich so Schattenlevel. Ein schöner Sonnenuntergang, ja. Wie komme ich jetzt da hoch? Ah! Ja, moin. Ah, das geht nur bei kleinen Bäumen. Scheinbar. Okay, da will ich ran. Moment, Moment, Moment. Ich weiß, wie ich da rankomme. Yes. Wie war dein Tag? So, wunderbar. Ich kann nicht klagen. Okay. Ich dachte, jetzt ist da vielleicht was, aber nö. Da ist genau gar nichts. Okay, der macht nichts. Der macht was. Ah ja. What? Ah, der führt mich hier hin. I see. Halt, da unten kann ich auch rein. Okay. Interessantes Levelkonzept aber, ne? Also, das Konzept an sich ist ja nicht neu, aber ist schon cool. Der hat Dings, ja, genau. Okay, was geht jetzt ab? Ah, lol. Bin ich selber so ein langer Lulatsch. Und die Welt im Hintergrund, die macht mich nach einfach. Seht ihr das? Das ist ja verrückt. Ah, scheiße. Wieso gehe ich eigentlich rückwärts? Ich bin ja völlig dumm. Ich bin ja völlig dumm, dass ich rückwärts laufe. Sorry. Irgendwie war ich gerade schon wieder geistig woanders. Aber ich kann jetzt keine Stampfer tappen, ne? Nee. Was ist mit dir passiert? Ja, das... Das sind die Drogen. Okay. Du bist ja geschrumpft, ja, ja. Oh, guck mal da. Okay. Wie komme ich da ran? Oh, warte, mit dem komme ich da ran. Nein! Nee, reicht nicht. Ach so. Nee. Yay, wir haben alle drei. Finde ich gut.
Sehr gut. Das sieht man auch nicht jeden Tag, ja. Nein! Das war schlecht. Aber habe ich jetzt wieder... Ja, okay, die habe ich. Na gut. So, wo war das jetzt? Das war in dem Gegner drinnen, ne? Ja, in dem da. Dann muss ich mir den wieder snacken. Okay, und dann muss ich mir den... Ach, nee. Dann muss ich mir jetzt den Dings halt holen. Nein! Wieso werde ich denn nach einem Treffer eigentlich gleich tot? Habe ich als... wenn ich als Elefant in das Ding reingehe, ich dachte, dann habe ich ein Herz mehr. Aber habe ich scheinbar nicht. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Aber wie soll ich das jetzt machen? Ah, okay. Aber jetzt habe ich erst recht keinen Treffer, ne? Jetzt darf ich nicht einmal getroffen werden. Ist gar nicht so einfach. Okay. Vorsicht! Ah, okay, einen Treffer habe ich mit dem Ding automatisch. Ich verstehe. Keinen zweiten mehr. Ja, aber wo ist denn jetzt mein... Hä? Was hätte ich jetzt machen müssen, um den richtigen Samen zu bekommen? Ich bin verwirrt. Okay, wir müssen da nochmal rein. Es gibt noch viel mehr Level hier. Was ist denn los? Muss ich vielleicht besonders schnell da nach hinten kommen? Oder. Was ist hier los? Weil, also, der Samen haut ja hier ab irgendwie, ne? So. Da, ne? Der haut ab. Aber wie, also, wie soll ich, also, was muss ich tun? Ich habe den irgendwie dann verpasst, scheinbar. Wie man den holt. Ach, komm. Mal mehr aufpassen, aua. Ah, oder muss ich irgendwo klein sein und den mitnehmen? Oh, das könnte sein. Ja, ich... Oh. Alles klar. Ja, okay. Ja, okay. Und dann bin ich wieder normal. Und jetzt hole ich mir auch noch die goldene Fahne. Ist in Ordnung. Mein Fehler. Logischerweise. Okay. Ja, krass. Ja, krass. Gut. Jetzt können wir hier weiter mit Rolfs durch die Lüfte, Schwierigkeit 3. Los geht's! Yes! Ha!
Oh, Bruder. Okay, okay. Chill, Rolf, chill. Plop, plop. So, da ist, was ich will. Aber mit dem Hochsprung ist es jetzt natürlich noch mal viel einfacher, ne? Das ist doch schon auch witzig, dass das funktioniert. Nice. Halt, stopp, wir wollen da an der Seite hoch. Nicht mit dem, warum hat er den jetzt mitgenommen? Okay, war halt gar nichts gebracht. Hier kann ich doch bestimmt, ich wollte es gerade sagen. Da kann ich doch bestimmt nach links. Und da ist, was ich suche. Ganz ohne Challenge. Einfach, weil ich den Hochsprung habe. Lul. Eigentlich hätte man jetzt hier so machen müssen. Aber ja, geht auch so. Also der Hochsprung macht schon einiges anders. Krasser Anstecker. Abstecher. Aber jetzt müsste doch auch noch irgendwann der Samen kommen, ne? Ja, weil... Hä? Jetzt wäre am Ziel. Ah, okay, aber hier geht's auch noch hoch. Die Party fängt gerade erst an. Okay, das... Lol, Tatsache. Hier ist halt tatsächlich noch Level nachdem da... Da ist er! Okay, was geht jetzt ab? Yo! Eine Menge geht ab. Hilfe! Okay. Okay, wir sind jetzt... Alter. Ey, die denken sich auch jedes Level was Neues aus, ne? Krass. Das spielt sich... das steuert sich auch schon wieder ganz interessant. Nein? Ja, ich konnte es nicht verhindern. Okay. Das ist schon witzig. Und wir haben es wohl. Ah nee, das ist jetzt einfach ein riesiger. Ich dachte, wir haben es. Aber vielleicht haben wir es, wenn wir alle einsammeln hier von dem Ding. Nee, der haut einfach ab. Okay, tschüss. Ach nee, da ist er ja. Da ist ja mein Objekt der Begierde. Cool. Jetzt muss ich nur noch die Flagge, ne? Nur noch die Flagge treffen. War die nicht einfach jetzt da unten? Ja. Nein, es hat nicht gereicht, oder? Das war nicht die goldene Flagge. Scheiße. Ah. Oh, man. Ja, bye bye und gleich nochmal rein. Noch ein... Alter, was ist... Okay, krass. Wie viel wir einfach in Welt 1 verpasst haben. Oh mein Gott. Keiner hat was gesagt. Wenn ich was verpasse, dürft ihr gerne... Also sofern ihr es wisst, ne? Dürft ihr das gerne schreiben. Nicht jetzt spoilern, aber halt gerne sagen, du hast da was verpasst oder so. Dann eile ich, es nachzuholen. So, jetzt einfach ganz schnell nach oben hier. Okay.
So. Gleich sind wir oben. Und vielleicht muss ich dann nochmal... Ja, wobei... Konnte man... Ach, ich muss... Ja, okay. Ich muss den Rolf nutzen. Natürlich. Den habe ich schon wieder komplett vergessen. Ja, moin. Easy. Easy. Zum Glück geht's schnell, wenn man es einmal gespielt hat. Zum Glück geht's dann verhältnismäßig schnell. So, was haben wir jetzt hier oben für ein Level? Haben wir noch Zeit für das Level? Ja, haben wir noch. Abzeichentest. Chat-Antrieb? Was ist das denn? Auf jeden Fall neues Abzeichen an der Stelle. Let's go. Du rennst immer mit großer Geschwindigkeit, rennst über eine Klippe, kannst für einen kurzen Moment sogar in der Luft springen. Oh, ich bin dauerhaft schnell. Ach, krass. Ach, krass. Ja, okay, ich kann's noch nicht, aber es ist krass. Jetzt. Okay, das ist echt krass. Yo! Du rennst einfach in der Luft weiter. Alter! Aber das muss halt auch zum Level passen. Das kannst du halt nicht überall machen. Alter, krass. Okay, cool. Cooles Abzeichen. Aber nichts, was man jetzt grundsätzlich ansetzen könnte. Das ist vielleicht was für Wiggler-Level. Aber nichts für dauerhaft. Aber sehr interessantes Abzeichen. Und da ist jetzt der Port in diese Spezialwelt. Cool. Nein. Ach, guck mal! Es kommt eine Meldung, wenn man die Welt vollständig hat. Habt ihr das gerade gesehen? Der hört bei 999 auf, kann das sein? Hat der gerade aufgehört? Wartet mal kurz, ich sammle mal irgendwo schnell eine lila Münze ein. Ja, jetzt ist da gerade keine. Ja, oh, das ist schlecht. Dann muss ich kaufen. Dann muss ich jetzt Sachen erstmal kaufen. Weil sonst sammle ich ja umsonst. Wieso geht denn das nicht über 999? Man kriegt die so schnell, diese Münzen. Hä? Ich krieg die so schnell zusammen. Wieso geht das nicht über 999? Das ist ja doof. Weil ich mag's halt überhaupt nicht, wenn man Sachen sammelt, die man, ja, die man halt nicht, von denen man nichts hat. Das ist halt irgendwie dumm. Aber wir haben noch kein einziges doppelt. Ich hab nichts gesagt. Okay, erstmal wieder genug ausgegeben. Ja, aber okay, dann muss ich da ein bisschen mehr drauf achten, dass wir die Teile auch wieder ausgeben. Ah, man kann die nicht unendlich sammeln, okay. Ja gut, dann ist das so. Dann ist das so. So.
Röhrenfelsen Spezial, Rolfs am Pixberg, Schwierigkeit 5. Ich würde aber sagen, das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Ich denke, das reicht. Danke fürs Zuschauen und tschüss.